alle zusammen. Wir machen jetzt einen Keksteig, der nicht gebacken werden muss. Und zwar, ich sage euch erstmal die Grundzutaten für den Teig. Ich muss nur mal kurz hier noch was dazugeben. Habe ich mich vergessen. So, und zwar haben wir in meinem Fall 110 Gramm Erdnussbutter hier drin, dann 105 Gramm Honig, 1 Teelöffel Vanillepaste, 105 Gramm gemahlene Haferflocken. Ihr könnt aber auch Haferkleie nehmen. Ich habe das jetzt einfach nochmal in meiner Kaffeemühle gemahlen. Und so ein Viertel Teelöffel Salz. Was ich hier mit den flüssigen Zutaten gemacht habe, ist einfach ganz kurz nochmal auf den Herd gestellt, damit man es sich einfach leichter macht mit dem Verrühren. Weil zum Beispiel die Erdnussbutter war jetzt bei mir im Kühlschrank, die wäre jetzt ziemlich fest gewesen. Könnt ihr auch gerne dann kurz in die Mikrowelle stellen. Wenn ihr den Erdnussbuttergeschmack nicht so gerne haben wollt, dann könnt ihr natürlich auch Mandelmus zum Beispiel nehmen. Und ja, jetzt müssen wir das einfach miteinander verrühren. Und da geben wir jetzt hier noch die trockenen Zutaten dazu. Und das ist dann sozusagen der Grundteig. Und inwieweit man anders dann verfeinert, dazu kommen wir dann gleich, wenn wir soweit sind. Aber ich habe natürlich auch nur geringe Beispiele. Also jetzt, man kann sich da halt wirklich total austoben. Das ist ja auch das Schöne an der Sache. Aber jetzt verrühren wir erstmal das. So, da haben wir jetzt schon unseren Grundteig. Den werde ich jetzt kurz in den Kühlschrank stellen, damit es ein bisschen fester wird, damit nicht alles an den Fingern klebt. Und dann können wir es auch schon fertig machen, unsere Kekse. So, jetzt geht's los. Ich muss jetzt mal gucken, also es wird schon noch etwas kleben. Aber jetzt natürlich nicht mehr so arg. Jetzt forme ich, ach ja genau, ich forme erstmal eine Kugel. Dann tun wir das etwas flach drücken. Und unser erster Keks ist dann ganz simpel. Und zwar sollte er noch von den Fingern abgehen. Ich glaube, ich mache das doch. Und zwar etwas Wasser, dass es einfach ein bisschen besser sich löst. Na, du klebst aber noch, mein Freund. So. Jetzt. Da kann man ihn dann noch ein bisschen formen. Er geht ja dann auch noch mal ab in den Kühlschrank. Muss ich das doch mal ein bisschen wegstellen, so. So, das ist dann der erste Keks, aber mir ist das Ganze doch noch zu wabbelig. Wir sehen uns gleich wieder, dass es doch noch ein bisschen fester wird. So, jetzt starten wir mal weiter. Jetzt ist das Ganze nämlich schon wesentlich fester. Obwohl, ich nehme ein bisschen ab. Und zwar, ihr könnt ja sehen, ich habe jetzt hier, entweder nehmt ihr M&M's oder welche Marke auch immer, als Beispiel, sind ja nur Beispiele. Ihr könnt euch da, wie ich vorhin gesagt habe, natürlich sehr gerne austoben, auch mit anderen Ideen. Müssen wir das einfach wieder formen. Geht es auf jeden Fall schon viel schöner zu formen. Das wäre dann unser zweites Exemplar. Das Ganze wird dann halt noch fester im Kühlschrank. Und jetzt habe ich hier drin
so ein Dreiviertel Esslöffel Kakaopulver und so ein Esslöffel so entweder gehackte Schokolade oder Backschokolade. Ich war die ganze Zeit am Überlegen, weil das ist ein englisches Rezept, also mit englischen Maßeinheiten. Und da stand die ganze Zeit ein Viertel Cup für die Menge mit Kakaopulver und den Schokoteilchen. Aber ein Viertel Cup rauszubekommen als Teigmenge ist gar nicht so einfach. Also ich habe es nicht rausbekommen, deswegen schätze ich das jetzt ab. Weil man kriegt alles Mögliche raus, wie Butter ist, Milch, also flüssige Sachen etc. pp. Aber jetzt so als Teig, das habe ich nicht so rausgefunden. Deswegen hoffe ich mal, dass das so passt. Müssen wir jetzt einfach schön reinarbeiten. Ihr müsst es natürlich nicht unbedingt mit den Fingern machen, aber ich denke, so ist es irgendwie am einfachsten. Wird jetzt aber auf jeden Fall kein ganzer Keks, also da werde ich jetzt mir eine Menge abnehmen. Erstmal wieder so formen und dann flach drücken. Und das geht jetzt dann ab in den Kühlschrank. So, das sind jetzt unsere drei Varianten von den Keksen, aber man kann natürlich auch Rosinen mit reingeben. Oder Haselnüsse oder andere Nüsse. Was kann man denn noch machen? Oder so getrocknete Cranberries, was auch immer. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr andere Ideen habt. Vielleicht liest es dann auch jemand anders, wo dann auch denkt, oh ja, das ist eine coole Idee. Und jetzt probieren wir mal. Und zwar, ich nehme jetzt mal den Schokocookie. Der schmeckt schon mal mega lecker. Jetzt nehme ich mal den. Ich will nur ein bisschen abbeißen. Kann ich nur das Gleiche sagen. Auch super, super lecker. Da kann eigentlich jetzt auch nicht mehr viel schief gehen. Schmeckt auf jeden Fall super lecker. Meine Favoriten sind die beiden. Und obwohl das mit Zimt und Zucker auch super lecker ist, aber ich finde die anderen noch ein bisschen ausgefallener. Und laut Rezept, ich will mich da aber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ich habe das jetzt übernommen, da heißt es, dass die eine Woche im Kühlschrank aufzubewahren sind. Also kann der die so lange aufbewahren. Ich finde es eine super Idee. Es schmeckt hervorragend. Und wichtig ist halt, wie vorhin, lass den Teig einfach, ich habe den jetzt bei mir ins Gefrierfach gegeben gehabt, ruhig so 25 Minuten im Gefrierfach, bis er ihn dann verarbeitet, dass er einfach nicht so klebt. Und was soll ich mehr sagen? Außer macht's nach, lasst es euch schmecken und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!